Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf diesem Kanal. Sofort und Kindsperre. Mit unserem geehrten Waschbär. So. Also. Okay. Stop. Wir fangen an mit diesem Slushy Solider. Was? Solider? Soldier. Du kannst Englisch. Ich hab mich verlesen. Slushy Solider, Leute. Nein, Soldier. Kennt ihr den Slushy Solider auch? Sorry. Ja, Slushy Solider. Geil. So, ja? Du Waschbär gehst mir was sofort denn, was denn, also ich habe ja gestern meine Note abgegeben und die ist, glaube ich, nicht so toll gewesen. Ich finde den Rucksack finde den Rucksack extrem süß. Er sieht ja fast so aus wie du, das ist ja klasse, ey. Das ist ja Wahnsinn, hat so eine Ähnlichkeit. Das ist ja frappierend, das ist ja Wahnsinn. Wir machen jetzt das allerletzte Video. Also, und zwar würde ich sagen, ich gebe diesem Schneemann einfach mal 6 von 10 Punkten. Dein Urteil? Habe ich gestern schon. Was sagst du zu meinen Punkten? Auch nicht viel besser als meine. Okay, dann Icicle, ja, yay. Die Picke finde ich eigentlich ganz nice, also, oder? Auch wegen diesem Sound, allein wegen diesem Sound und wegen den Partikeln finde ich das einfach mega geil. Und deswegen gebe ich dir einfach mal eine 7 von 10. Hackywad! Der Hackywad! Ich hasse diesen Skin über alles. Ich finde diesen Skin so unfassbar schlecht. Was sagst du? Ich gebe dem. Ne, sag du erstmal. Ich gebe dem 6 von 10. Ich gebe ihm 4 von 10. Oh, der neue Emote. Zwei von 10. Hörtest du irgendeinem Lied oder so zu mir? Ist das ein neuer Tanz? Das ist ein neuer Tanz, ja. Ja, aber ich meine, so irgendwo so wie Macarena oder sowas, ist das ein neuer Tanz? Nee. Nein. Wie viel gibt es? Ich gebe den 2. Ja, ich gebe dem schon ein bisschen mehr, aber 6 von 10. 6 von 10? Ja. Oh, 0 von 10. Ja. Gott, was ist das denn? Ich gebe dem, ja gut. Wenn ja, Pizzaschneider, mit Doppelknit. Frag mich, wie man da. Mit den Doppelklingen, wie da die Pizzastücke dann aussehen, wenn man das schneidet. Ja, würde ich mich auch fragen. Ich würde jetzt sagen, ich gebe dir einfach mal so spontan 6 von 10 Punkte. 4. Okay. Oh Gott, nein. Da kannst du wirklich nicht mehr als 0 geben. Das ist wirklich ein kompletter No-Skin. Ranger. Das ist ein kompletter No-Skin. Tut mir leid, aber es ist ein kompletter No-Skin. Was ist denn hier daran anders? Die 2. So, und jetzt möchte ich eine Erklärung haben. Warum gibst du der Dschungelsperren 0 und dem 2. Dschungelsperren hat wenigstens hier noch so ein bisschen was in dem Gesicht und sieht, da hat eine andere Haarfarbe und hat hier noch überall Schminke. So, ich jetzt hab heute, ja, der ist halt nicht geschminkt. Ich hab halt heute einen guten Tag. Gib dem 0! Nein, ich geb dem 2, weil es gibt noch Skins, die noch beschissener aussehen. Es gibt keine schlimmeren Skins als No Skins. Also? 2. Welche Skin gefällt dir denn schlechter als dieser Skin? Da gibt's genug. Welchen? Was ich zum Beispiel, ich weiß, also wenn du das jetzt machst, dann kriegen wir wieder Dislikes, wenn ich das jetzt sage. Ist egal. Ich finde zum Beispiel diesen Burger, finde ich grauenhaft, ja. Ah, den Burger findest du schlimmer als den? Ja. Ich finde den Burger grauenhaft. Ich finde, der sieht richtig scheiße aus. Ich finde auch diesen komischen Tomato Head, finde ich genauso beschissen. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Die sehen bescheuert aus. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt von diesem neuen Sergeant da, ja, Stufe 1 ist cool, aber Stufe 2 sieht auch scheiße aus. Na ganz ehrlich, okay? Ja, jetzt kommt. Na ganz ehrlich, ja. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Der Burger ist schlimmer als dieser No-Skin. No-Skin sind nicht schlimm. Der Burger sieht einfach nur richtig scheiße aus. Ja, die No-Skins sind aber immer schlimmer. Ich würde lieber so rumlaufen mit dem, als mit dem Burger. Der Burger sieht richtig scheiße aus. Was? Doch. Ich habe den Burger 6 von 10 gegeben oder 5 von 10. Ich weiß, ich habe dem ja auch ein bisschen mehr gegeben, aber ich kann dem jetzt nicht 6 oder 7 geben.
Weil es halt ein No-Skin ist. Aber er kriegt von mir zwei, weil eigentlich normal. Hä, wieso gibst du da den? Oh Gott! Normalerweise müsste ich von. Ich finde den Burger so scheiße, normalerweise müsste ich den Burger 0 geben. Aber das kann ich nicht bringen. Du gibst den Burger, hast du 6 Punkte gegeben. Den gibst du 2 Punkte und sagst, der sieht besser aus als der Burger. Hä? Ja. So, auf geht's, komm weiter. 0 von 10! 0 von 10! Auf geht's weiter. Gott! Und, oh Gott. Ja. Weil ist ja ganz cool. Wenn es einer in echt macht, sieht das auch ganz witzig aus. Lalalala. Okay, was gibst du? 5 von 10. 6 von 10. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Da wird sowieso keiner drauf reagieren. Machen wir mal Folgendes. Ich würde mal sagen, da er gleich den ja so toll findet, kann man auch den. Ich habe nicht gesagt, dass ich den toll finde. Ich habe nur gesagt, es gibt Skins, die noch beschissener aussehen. Es gibt keine Skins, die beschissener ausgehen als No-Skins. Doch. Nein, es gibt kein Skin, die beschissener aussehen als No-Skins. Einfach aus dem Grund, weil die No-Skins, das bringt ja nicht mehr. Also ich sag dir eins. Wenn in Fortnite der erste Skin. Oh mein Gott, das darf ich gar nicht sagen, sonst macht Epic Games das noch. Wenn in Fortnite der erste Skin dieser scheiß Burger gewesen wäre zum Beispiel, dann hätte ich mir nur deswegen irgendeinen anderen gekauft, damit ich den nicht spielen muss. Dann hätte ich mir so einen gekauft für 800 V-Bucks, den billigsten vom Billigen, nur damit ich diesen scheiß Burger nicht spielen muss. Weil dieser scheiß Burger kacke aussieht. So. Das sag ich dir. Und ich hoffe nicht, dass Epic Games das jetzt gehört hat oder das mitkriegt. Ja, weil hinterher machen die sowas. Epic Games, dann machen die so einen Scheiß-Skin da rein, damit jeder den nicht spielen will. Epic Games. So. Mr. Immediately said that you gonna make the burger skin as a default skin. Like, Mr. Immediately is going to buy a skin if you do that. Und ich lieber mit dem da rumrennen als mit dem Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja. Ey, ich muss absolut gleich. Keine Ahnung, ich muss gleich irgendwo hingehen. Das ist mein Ernst. Ich schwör's dir, mit dem würde ich tausendmal lieber rumrennen. Schade, dass es gerade 2:30 in der Nacht ist, sonst würde ich gleich die Straße hoch und runter rennen. Und sag ja gleich, sag gleich. Was? Nein. Ich halte dich nicht auf. Wenn du dann abgeholt wirst, dann halte ich dich auch nicht auf. Und abgeholt? Ja, wenn eine total durchdreht, wird er abgeholt. Da kommen die dann mit so einem Wagen und so. Weißen Kitteln, die kriegen dich schon. Nee. So, also, jetzt sind wir jetzt durch, ja? Leute, Waschbären sind doof. Die Punkteverteilung ist grausam. Die No-Skins, die sind besser als der Burger. Ja. Nein! Ja. Nein! Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch, und jetzt auf. Hier. Nein. Mach mal Cut hier. Vielleicht. Also Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich bei Like und Abo freuen. Schreibt gerne in die Kommentare, Hashtag Waschbär hat keine richtige Punkteverteilung hinbekommen. Bis dann rein und tschüss. Papa.